Das ist die Allround 2.0, das heißt, es ist der Nachfolger von unserem Allround, was, denke ich mal, sehr erfolgreich war. Aus quadratisch wird rechteckig. Genau. Wir haben halt das, was gut war, beibehalten und was wir besser machen können, besser gemacht. Das heißt, was könnt ihr denn besser machen? Naja, wir haben so ein bisschen mehr Sichtfläche halt für sinnvoll erachtet, weil es doch recht klein war und man konnte nicht so viele andere Details zeigen. Also haben wir es ein bisschen breiter gemacht in Lenkerrichtung, sodass es eigentlich nicht auffällt am Fahrrad. Wir haben vor allem viel rumprobiert mit der Ergonomie. Auf dem Fahrrad ist man ja grob motorisch unterwegs. Das heißt, ich will nicht hingucken, ich will fühlen, bin ich gerade bei Plus oder bei Minus. Ich kann mit dem Finger das immer fühlen und ich habe eine taktile Rückmeldung. Man hört es vielleicht klicken. Dass ich es nicht aus Versehen triggere, sondern dass ich weiß, oh ja, es hat jetzt geklickt. Und wir haben zwei weitere Knöpfe, die ich nur seitlich klicken kann. Mit denen kann ich eben noch weitere Feedback.